Aus diesem Zwecke dieses Kabinett während der Rekonstruktion. So wie das war jetzt abgeschafft. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Bevor jetzt gleich Herr Schulze Altkappen passiert, das geht dann gleich weiter mit einem Abendvortrag am Donnerstag im Friedrichssaal mit einem Studien. Danke sehr für die freundliche Begrüßung. Und ich möchte gerne, dass hier ist tatsächlich die Vorstellung des modernistischen Titels Übersetzungsfunktion der Geschaffung speziell für Museen auch zu reklamieren. Wir hatten Erfolg mit diesem. Und jetzt sind wir hier bei dieser Frage der italienischen Reise. Und nach der Literatur durchaus, aber auch nach unserem bisherigen Forschung ist das der Knotenpunkt. Es gibt ein Schinkel. Vorschinkel, wenn man so will. Das ist die Zeit der Ausbildung bei Gigli um und vor 1800. Aber mit der italienischen Reise, darin ist sich Forschung einig, beginnt der Schinkel sich zu entwickeln und sich auszubilden, wie wir ihn nachher sein ganzes späteres Werk haben. Die italienische Reise ist immer wieder, insbesondere hier aus dem Haus, Vorgänger Hermann Riemann, der die Sammlung sehr intensiv betreut hat, aber auch dann durch Koch, durch Bershepan und so, aufbearbeitet worden, meistens unter dem Aspekt aber der Künstlerreise, dieser Viaggio in Italien, das gehörte mit dazu. Wir gehen das einmal ganz anders an und suchen in den Zeichnungen der italienischen Reise und den Dokumenten der italienischen Reise die ersten Geschichtsbilder, die Geschichtstransformationen, die Schinkel dort zum ersten Mal aufnahm. Er sah Gotik vorher in Berlin, im Umkreis, hat Korin gesehen, er hat auch natürlich die Marienkirche gesehen, aber kann man davon großer Gotik. Zum ersten Mal trifft er, der nachher wirklich wichtig wird, überhaupt für die Neogotik, auf der italienischen Reise bei den Durchgängen in Prag und Wien auch wirklich große, europäische, große gotische Architektur. Und was macht die Geschichte daraus? Wir übersetzen Objekte vom Holzschuh, sage ich einmal, vom rein kulturhistorischen Objekt bis hin zu Van Gogh. Hier Kunstwerke über die Generationen, über die Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg. Da war es ein riesiger Nachlass dabei, darunter etwa 4 verschiedenen Stationen, unter anderem in der Technischen Hochschule, also Möbelteile ausgestellt, das war ein bisschen zu persönlichen Dingen, ganz geformt, natürlich in den Achtern ist Aufbewahrung zunächst. Sie sehen auf vielen dieser Blätter oben einen Stempel, entweder klein, es